I am the Jochen and this is the Frühsport für Freitag, den 13. Mai 2022. Schönen guten Morgen. Heute mit der kleinen Vorschau auf die Eishockey-WM, die beginnt heute. Klar, wir merken es draußen, es geht auf die 30 Grad zu und wir spielen Eishockey-WM, aber das ist ja immer so. Und natürlich alles weitere sonst, was im Sport so wichtig ist, mit der üblichen Donnerstagsausnahme, dass ich die Donnerstagabendergebnisse noch nicht kenne, weil ich donnerstags immer früher aufnehme, also früher als spät. Deswegen gibt es die Ergebnisse dann erst morgen nachgereicht. Macht ja nichts. Bisschen was habe ich schon da, was so schon über den Nachmittag und am frühen Abend fertig wurde. Zum Beispiel kann ich in die US-Playoffs gehen. Da bleibt es richtig spannend. Also da ist nach wie vor nur eine einzige Serie entschieden im Eishockey in der NHL. Die Colorado Avalanche haben 4-0 gegen Nashville gewonnen. Das ist schon seit ein paar Tagen raus. Alles andere steht 3-2 jetzt. Das heißt, überall gibt es jetzt ein sechstes Spiel, was entweder die Entscheidung bringt oder den Ausgleich im Spiel 7. Es gibt unspannendere Situationen. Letzte Nacht haben die Florida Panthers 3-2 die Führung geholt gegen Washington Capitals. Die New York Rangers haben verkürzt gegen Pittsburgh mit 2-3 und die Calgary Flames 3-2 gegen Dallas in Führung gegangen. Wer Bock hat, Eishockey zu gucken, in der Nacht von heute Donnerstag auf, also jetzt, ich nehme Donnerstag auf, Donnerstag auf Freitag, Nacht um 1 gibt es Boston Bruins gegen Carolina Hurricanes. Es steht 2-3 live auf Sky Sport. Und in der Nacht von Freitag auf Samstag gibt es um 1 Uhr Pittsburgh Penguins gegen New York Rangers. Da steht es ja 3-2, wie ich gerade sagte, auch das auf Sky Sport zu sehen. Und auch in der NBA ist es richtig spannend. Auch da stehen alle vier Serien 3-2. Zuletzt jetzt Milwaukee 3-2 in Führung gegangen gegen Boston, gegen die Celtics mit 3-2, habe ich ja gerade gesagt. Und Memphis kommt wieder ran gegen die Golden State Warriors. 2-3 nur noch. Und dabei hat Memphis völlig absurd gewonnen. 134-95 gegen Golden State. Die haben vor dem Schlussviertel haben die 54 Punkte Vorsprung gehabt. Memphis. Ich weiß nicht, was mit den Warriors da los war. Ich habe es nicht gesehen. Aber auch das bleibt natürlich jetzt spannend, die Serie. Das ist schön. Wer das gucken möchte, gibt es auf The Zone zu sehen. Und zwar in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Miami Heat bei den Philadelphia Sixers um 1. Da führen die Heat mit 3-2. Und in der Nacht von Freitag auf Samstag gibt es die Celtics bei den Bucks um 1.30 Uhr. Und wie schon gerade erwähnt, steht es da 2-3 aus Sicht der Boston Celtics. Ich glaube, das wird auch noch eine richtig spannende Nummer. Giro d'Italia war gestern nicht so spannend. Es gab einen Massensprint im Ziel. Den gewann Arnaud Demar erneut, wie am Vortag auch schon. Gesamtwertung uninteressant. Und heute wird es aber wieder, glaube ich, ein bisschen netter. Heute steckt zumindest in dem Etappenprofil ein gewisses Potenzial. Die führt nämlich von Diamante, die Etappe, nach Potenza. Deswegen dieses mittelprächtige Wortspiel. Wir sehen es hier, es geht los mit ein bisschen Einrollen. Dann gibt es hier einen Berg der dritten Kategorie, dann einen der ersten Kategorie, dann geht es hier runter, zweite Kategorie, immer hoch, runter, sehr unebenes Profil, nochmal eine dritte Kategorie und am Schluss geht es dann ins Ziel rein. Ich mag so Etappen. Da kann alles passieren. Da kann es passieren, dass eine Gruppe durchkommt. Es kann sein, dass ein einzelner Ausreißer sogar durchkommt. Es gibt diesen hohen Berg in der Mitte, wo vielleicht der eine oder andere sich ein Herz nimmt. Freue ich mich drauf. Gibt es live ab 11.30 Uhr den Giro auf Eurosport wie jeden Tag. Das wisst ihr ja. Und ich glaube, es lohnt sich mal reinzuschauen. Tennis gibt es wieder aus Rom ab 11 Uhr auf Sky Sport. Da gibt es jetzt die Viertelfinals und was können wir bis jetzt schon verkünden? Alexander Zverev ist im Viertelfinale, der ist weitergekommen gegen Alex de Minaur ohne Probleme. Trifft dort auf, steht glaube ich noch nicht fest, ne? Genau, Garin oder Cilic. Dann ist weiter Tsitsipas, der hat gegen Khachanov gewonnen, steht jetzt gegen Jan Sinner im Viertelfinale, der gegen Krajinovic erfolgreich war. Und die anderen Spiele sind noch nicht durch. Doch Auger Aliassime ist eine Runde weiter gegen Giron gewonnen. Djokovic spielt noch gegen Wawrinka, hat den ersten Satz gerade gewonnen. Nadal Schapovalov fehlt noch. Also ich kann es noch nicht vollständig sagen, das Viertelfinale. Aber ab 11 wird gespielt und ab 11 gibt es das Ganze live auf Sky Sport zu sehen. Das kann ich guten Gewissens schon verkünden. Schauen wir kurz zum Fußball rüber. Da gab es gestern den Sieg der deutschen U17-Mädels gegen Frankreich im Halbfinale der EM. Damit sind sie also auch ins Finale eingezogen. Herzlichen Glückwunsch. Der Gegner wird heute Abend noch ermittelt. Liegt mir noch nicht vor. Spanien gegen Niederlande ist die Partie, UEFA TV überträgt und das Finale dann am Wochenende. Mit deutscher Beteiligung sehr, sehr erfreulich das. Darts weiß ich noch nicht. Wasserball. Da gibt es das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Das hatte ich vergessen zu sagen gestern. Da gibt es am Donnerstagabend oder gab es, je nachdem, das erste Halbfinale Ludwigsburg gegen Spandau Berlin. Und das zweite Halbfinale steigt jetzt heute Abend Duisburg gegen Hannover. Hannover frisch gebackener Pokalsieger. Und das ist also jeweils das Hinspiel. Rückspiele folgen dann noch und dann haben wir das große Finale. Mir ist leider nicht bekannt für alle Wasserballfans da draußen, ob man das irgendwo gucken kann. Ich habe mal verschiedene Quellen abgeklappert, so die üblichen. Bin auf nichts gestoßen. Wenn jemand was weiß, freue ich mich über einen Kommentar in den Kommentaren. Und die anderen auch, die es dann vielleicht lesen können. So, ansonsten Fußball heute echt eigentlich nichts.
Es gibt Regionalliga Bayern mit Bayerns Zweiter gegen Burghausen. Letzte Chance für die Bayern. Wenn sie es verlieren, ist Bayreuth aufgestiegen. Das ist da auch unentschieden, reicht Bayreuth zum Aufstieg. Aber ich denke mal, das, ja, das ist ein Topspiel. Ne? Bayern Zweiter, Burghausen Vierter. Aber das war es dann auch in Sachen Fußball in Deutschland. Es gibt noch ein interessantes Spiel in England. Und zwar, da startet jetzt die Aufstiegsrunde in die Premier League mit den Teams auf den Plätzen 3, 4, 5 und 6. Das wisst ihr ja. Da sind bereits sicher aufgestiegen der FC Fulham und der AFC Bournemouth, haben wir schon drüber gesprochen. Und jetzt geht es um den dritten Aufsteiger und das erste Halbfinale, das gibt auch Hin- und Rückspiel jeweils, das erste Halbfinale startet heute also um 20:45 Luton Town gegen Huddersfield. Ne? Zweites Halbfinale dann Nottingham Forest gegen Sheffield United, da sage ich dann morgen nochmal Bescheid. Aber wer das gucken möchte, das gibt's live auf The Zone über Sport Digital. Das war's dann aber auch mit Fußball. Man muss ja nicht jeden Tag Fußball gucken, außerdem wird es am Wochenende noch brutal genug mit Fußball. Da freue ich mich sehr drauf. Da sage ich morgen noch ein bisschen was dazu. So, Basketball gibt's heute noch, BBL, und zwar starten da die Playoffs. Ja, und zwar mit den ersten Duellen um 19 Uhr Alba Berlin gegen Borussia Bamberg und Telekom Baskets Bonn gegen die Hamburg Towers. Das jeweils also um 19 Uhr und um 20:30 dann Bayern München gegen Chemnitz. Und das heißt, die Vorrunde ist jetzt hinfällig, jetzt gilt es, jetzt wird Playoff gespielt und jetzt zählt es hier und heute zu gewinnen und dann einen Grundstein für diese Playoff-Serien zu legen. Ich freue mich ein bisschen drauf, weil jetzt ist endlich mal Action drin. Diese Vorrunden, ihr wisst, ich mag keine Vorrunden, wenn noch Playoffs hinten dran kommen. Gut, haben wir alles außer Eishockey? Ich glaube schon, schaue ich nochmal kurz drauf, Tennis habe ich gesagt, Fußball, ah nee, Leichtathletik wollte ich sagen, Diamond League geht wieder los, richtig, erstes Meeting in Doha. Wer mal wieder Bock hat auf Leichtathletik, auch vielleicht ganz nett, mal zu gucken, wie es da inzwischen so steht. 18 Uhr geht's los in Doha, live auf Sky Sport zu sehen. Da läuft ja die Diamond League normalerweise immer und auch so diesmal. Jetzt kommen wir zum Eishockey. Die WM startet, findet in Finnland statt, in Helsinki und in Tampere. Ich bin nächste Woche in Finnland, aber nicht in Helsinki und nicht in Tampere, sondern ich bin irgendwo weit im Norden. Deswegen werde ich das nicht live verfolgen können, aber wer Bock hat, der kann das trotzdem tun, und zwar auf den Sport 1 Plattformen. Die zeigen alles. Im Free TV einiges und den Rest auf Sport 1 Plus. Für heute geht's los um 15.20 Uhr auf Sport 1 im Fernsehen mit USA gegen Lettland. Auf Sport 1 Plus Frankreich-Slowakei und dann am Abend um 19.20 Uhr der erste Auftritt von Deutschland gegen Kanada live auf Sport 1 und parallel dazu Finnland-Norwegen auf Sport 1 Plus. Das deutsche Spiel übrigens auch auf Magenta Sport zu sehen, die zeigen alle deutschen Partien und alle K.O.-Spiele. Dies nur am Rande. Wie sieht es überhaupt aus, diese WM? Gucken wir mal kurz drauf. Der Modus, es sind 16 Teams, nicht dabei Russland und Belarus, die sind ausgeschlossen worden, dafür sind Frankreich und Österreich nachgerückt. Die 16 Teams spielen in zwei Achtergruppen. Da spielt jeder gegen jeden. Das ist ein Mods-Vorrundenprogramm, was da gespielt wird. Dann steigen die jeweils letzten aus den Vorrundengruppen ab. Und die ersten vier aus jeder Gruppe, die kommen dann ins Viertelfinale. Das wird klassisch über Kreuz gespielt. 1 gegen 4, 2 gegen 3. Dann Halbfinale und Finale. Die deutsche Mannschaft trifft in folgender Reihenfolge auf die Gegner. Heute, also jetzt am heutigen Freitag gegen Kanada. Dann geht's morgen gegen die Slowakei, es geht am 16. Mai gegen Frankreich, am 19. Mai gegen Dänemark, am 20. gegen Italien, am 22. gegen Kasachstan und am 24. gegen die Schweiz. So, das ist das Programm. Sportlich, stramm, aber Deutschland zählt durchaus zu den Geheimfavoriten in diesem Turnier. Russland ist nicht dabei, die hätte man sonst auf der Rechnung gehabt. Finnland ist, glaube ich, ganz stark einzuschätzen, die sind jetzt Olympiasieger geworden im Februar, haben Heimspiel. Also das ist sicherlich auch was, was Finnland mit Sicherheit zu einem der ganz großen Favoriten macht. Kanada ist immer eine Wundertüte. Die NHL spielt Playoffs, haben wir es gerade von gehabt. Das heißt, die Topstars aus Kanada werden nicht dabei sein. Die müssen immer irgendwie eine neue Mannschaft zusammenbasteln. Deutschland hat inzwischen einen relativ guten Stamm, auch wenn die DEL-Finalisten natürlich recht müde kommen, die jetzt aus München und Berlin angereist sind. Aber ich denke mal, die kriegen sie vielleicht fit im Laufe des Turniers noch ein bisschen. Und wir haben tatsächlich auch ein paar Spieler aus der NHL dabei. Philipp Grubauer an erster Stelle, der Torhüter von Seattle Kraken, die es nicht geschafft haben in die Playoffs. Der ist ja auch schon Stanley Cup-Sieger geworden mit den Washington Capitals. Musste ich eben nachlesen? Musste ich. Nee, musste, hätte ich nicht gewusst, hätte ich gewusst. Basti wäre stolz auf mich. Also der ist dabei, ein Rückhalt mit Sicherheit, der sich freut, mal wieder fürs Nationalteam zu spielen. Dann haben wir Tim Stützle dabei von den Ottawa Senators, großes Talent, der auch nicht in den Playoffs spielt, der auch hier dabei sein kann. Und Moritz Seider von den Detroit Red Wings, der hat also auch eine Mega-Saison gespielt, aber die Red Wings haben es trotzdem nicht in die Playoffs geschafft und damit ist er hier jetzt dabei. Das sind so ein bisschen die drei ganz großen Hoffnungsträger, die aus der NHL kommen, aber die anderen, die dabei sind, natürlich auch nicht so schlecht einzuschätzen. Immerhin noch zur Erinnerung, wir sind ja auch da noch einige Leute mit dem Kader, die damals die Silbermedaille gewonnen haben bei Olympia, beim vorletzten Olympia sozusagen, 2018. Bei der letzten WM ging es bis ins Halbfinale,
1-2 dort gegen Finnland unglücklich ausgeschieden. Also auch das ein richtig gutes Turnier gewesen letztes Jahr. Und jetzt dieses Jahr halt die Olympiadelle. Das war jetzt im Februar nicht so das Gelbe vom Ei, das hatte man sich viel besser erhofft, aber Schwamm drüber, jetzt ist die Chance, es besser zu machen. Und wir sind mal gespannt, wo es fürs deutsche Team am Schluss dann rausgeht. Erstes Ziel ist sicherlich, unter die ersten vier zu kommen in der Gruppe und dann weiterzukommen. Und der erste Schritt könnte heute gegen Kanada gemacht werden. Es ist mit Sicherheit aber auch einer der großen Prüfsteine in der Gruppe, wenn man sich über die Namen so drüber liest. Bin gespannt, wie es ausgeht. Heute Abend also dann der Auftakt und dann die nächsten Tage halte ich euch hier natürlich auf dem Laufenden. Zweite Gruppe der WM, vielleicht der Vollständigkeit halber noch. Da haben wir Finnland, USA, Tschechien, Schweden, Lettland, Norwegen, Großbritannien und Österreich dabei. Mehr dazu dann im Laufe der nächsten Tage, wenn die Runde dann so richtig Fahrt aufgenommen hat. Das war's von mir für heute. Dankeschön fürs Zugucken. Wenn ihr Bock habt, morgen gerne wieder an dieser Stelle. Dann stimmen wir uns ein auf den heißen, heißen Fußball-Samstag. Da werden Entscheidungen fallen. Letzter Absteiger aus der Bundesliga, wir suchen Relegationsteilnehmer. Die dritte Liga hat noch Entscheidungen zu treffen untenrum. Und DFB-Pokal-Quali und. Also alles das, auch im Ausland wird kräftig gespielt. Da geht es ja noch um einiges. Ich bringe euch natürlich dann auf das Laufende. So machen wir das. Dankeschön fürs jetzt dabei sein. Wenn ihr Bock habt, gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne ein Like geben, wenn euch das Video gefällt. Ihr wisst ja Bescheid. In die Kommentare schreiben, wenn ihr was wisst, wo man Wasserball gucken kann. Oder wenn ihr sonst irgendwelche Meinungen, Kritiken habt und ähnliches. Freue ich mich auch immer und schreibt dann fleißig mit in unserer kleinen, aber feinen Community hier. Also gut, dann habt einen schönen Freitag und wir sehen uns morgen. Bis dann. Tschüssi.